Sachen wischen. Das Maschinen sind wir eigentlich im Weg hier? Nein. Sind wir stimmt? Hallo und herzlich willkommen zum Damenfinale der Europeada Occitanien gegen Südtiroler Frauen. Die Mädels stehen bereit in einem glühend heißen Olang, ungefähr 48 Grad, nein, ungefähr 36 Grad. Wirklich nicht die intelligenteste Spielzeit, die hier vorgeschlagen wurde, 1 Uhr bei diesen Temperaturen. Schauen wir mal, was die Mädels draus machen. Die Kulisse scheint gut zu sein. Ungefähr 300 Personen, die zuschauen. Südtiroler Fanclub ist auch dabei. Die Südtiroler Dame sind auf dem Feld. Und dann schauen wir mal, wo die Mädels aus Occitanien bleiben. Zuvor wurde das Spiel um den dritten Platz 3-2 im Elfmeterschießen für die Russdeutschen entschieden gegen das Team Ladins. Auch ein spannendes Spiel mit vielen Torraumszenen und anschließender Verlängerung. Und im Elfmeterschießen vergaben die Ladiner einige Elfmeter und verloren verdient 3-2. Die Europäer-Hymne wird gerade gespielt. Und auch das Team von Occitanien kommt langsam aus der Kabine. Wie gesagt, extrem heiße Temperaturen. Es wird sicherlich ein schwieriges Spiel für die Mädels. Ich hoffe, Trinkpausen wurde eingerechnet. Das Beste wäre es, pro Halbzeit eine Trinkpause, je 2 Minuten, damit sich die Mädchen ein bisschen erholen können. Beginnen wir um circa 13.15 Uhr. Ja, herzlich willkommen hier in Olang. Welcome here in Olang, Europeada 2016. The final of the women's, Finale der Frauen. Hier in Olang, wir starten gleich mit dem Finale. So langsam begeben sich die Spielerinnen aus Occitanien Richtung Einlauf. Mit der Nummer 1 Rogan Andrea, mit der Nummer 2 Consolati Daniela, mit der Nummer 3 Lacetta Manuela, mit der Nummer 4 Nishla Nadine, mit der Nummer 5 Rigi Desiree,
mit der Nummer 6 Ferraris Denise, mit der Nummer 7 Blankel Katrin, mit der Nummer 8 Kim Sonja, mit der Nummer 9 Rainer Stefanie, mit der Nummer 10 Erle Cavarena und mit der Nummer 11 Pföstl Katharina. Für die Franzosen Occitanien mit der Nummer 1 Souverest Noemi, mit der Nummer 2 Didion Isabel, Nummer 3 Exposito Paulina, Nummer 4 Brosé Garcia Laura, Nummer 5 Rita Morgan, Nummer 6 Asensio Laura, Nummer 7 Lovon Rose, Nummer 8 Bruno Manon, Nummer 9 Dernie Sara, Nummer 10 Bourbon Solène, Nummer 11 Lagra Fara. Und da kommen sie, das Spiel um Platz 1. Mit dem wunderschönen, das ist der Pokal, um den es geht. Und nun die Hymne aus Occitanien. Selbst gesungen von den Mädels aus Occitanien, nun die Hymne aus für die Südtiroler Mannschaft. Nun kurzer Hinweis auf die Trophäe des Gewinners, sie steht schon auf dem Platz. Maria Kerschbaum, Marella Linz hat sie mitgebracht. Und nun kommen wir zur Hymne des Teams Südtirols. So, wir sind bereit, dass es endlich losgehen kann. Mit viertelstündiger Verspätung hoffen wir, dass der Anpfiff nun sobald das möglich erfolgt. Es ist alles bereit für ein wunderschönes Fußballspiel. Handshakes. Mit der Nummer 11, Lager, Fahrer, mit der Nummer 12, Alvar, Manon, mit der Nummer 15,
Eine insgesamt erfahrene Südtiroler Mannschaft mit einigen erfahrenen Spielerinnen, aber auch mit der jüngsten Spielerin mit knapp 16 Jahren, Nisha Nadine, die bei Nürnberg trainiert. Alles ist bereit, nur noch wenige Augenblicke bis zum Anpfiff. FC Südtiroler Auswahl hat den Anstoß. Und der Schiedsrichter pfeift das Spiel an. Okzitanien vielleicht in einer leichten Favoritenrolle aufgrund der Vorrundenergebnisse, als sie auch schon gegen die Südtiroler Damen gespielt haben und knapp gewonnen haben. Und es geht los. Einwurf. Okzitanien schon im Angriff, am Pass in die Spitze. Südtiroler Torfrau souverän. Wie gesagt, sehr heiße Temperaturen hier in Holland. Es wird ziemlich aufreibend für die Mädels werden. Das erste Foul an der Nummer 10. Und Bourbon Solène. Einen Dank möchte ich vorausschicken an Digital Alps, die uns diesen Livestream ermöglichen und alle Technik zur Verfügung gestellt hat, damit das ganze Land dieses Finale sehen kann. Wie gesagt, bei diesen hohen Temperaturen werden wir kein sehr schnelles Spiel erwarten können. Versuch eines langen Balles in die Spitze. Abstoß für die Damen aus Südtirol. Dorfrau Rogen Andrea, Jahrgang 89, auch schon einige Jahre zwischen den Pfosten mit dem Abstoß. Lass den Ball hier wieder eins ausgehen. Nochmals Abstoß für die Südtiroler Damen. Christel bei einem Versuch, den Ball zu verlängern. Und wieder Okzitanien den Ball besitzt. Langer Ball in die Spitze auf den rechten Flügel. Doch die Nummer 7, Lovan Rose, anscheinend französische Nationalspielerin, was nicht erlaubt wäre, ist da zu langsam. Erneuter Abstoß der Torfrau Rogan Andrea. Ziemlich kurz dieser Abschlag und wieder gewinnen die Französinnen das Kopfballduell im Mittelfeld. Technisch haben die Mädels sicher einiges drauf, wie man hier sehen kann. Foulspiel an der Nummer 2, Consolati Daniela. Und
Freistoß für Occitanien, durchgeführt von der Nummer 5. Rita Morgan wird ihn wahrscheinlich mit links reintreten. So sieht das jedenfalls von hier aus. Kurzer Anlauf. Schön reingezirkelt und der erste Abschluss. Und das 1:0 für Occitanien in der 7. Minute. 1:0, leider konnte ich die Nummer nicht erkennen. 1:0 nach 7 Minuten, ein denkbar schlechter Einstand für Südtirolamen. Die Nummer 3 jubelt, die Nummer 15 jubelt am meisten. Nummer 15, Saulnier Loris. Leichte Unsicherheiten hier in der Defensive der Südtiroler Mädels. Der Ball verspringt ein bisschen. Und die Nummer 2 auf dem linken Flügel bringt die Flanke in die Mitte, findet aber keinen Abdruck. Und das 1:1, der Ausgleich, Postwenden. Das 1:1, Postwenden erzielt durch kein Tor, abseits entscheidet der Schiedsrichter. Langer Abschlag nach vorne, Inside aus. Eigentlich eine gute Reaktion der Südtiroler Mädels, die sofort Postwenden mit einer Riesenchance agierten. Leider wurde das abgepfiffen. Nochmal die Nummer voll 9 im Angriff Südtirol. Souverän geklärt von den Französinnen, die jetzt wieder im Ballbesitz sind. Ein solch früher Rückstand bei solchen Temperaturen ist natürlich denkbar schlecht, da man jetzt früh attackieren muss, um die Französinnen ein bisschen unter Druck zu setzen. Viel zu viel Platz hier für die Nummer 12. Super Zweikampf. Nummer 2 Daniati gewinnt das Duell. Pass in die Spitze auf Festi Katharina. Auf Rainer Stefanie, Entschuldigung, Nummer 9 Rainer Stefanie, die hier die Sturmspitze spielt. Missverständnis zwischen den Südtirolern. Leichtsinnige Spieler Nummer 7. Einwurf Occitanien. Gefährlicher Querpass. Erneut versuchen es die Südtiroler, Rainer Stefanie einzusetzen. Leider misslang der Pass. Ausschuss der französischen Torhüterin. Zweikampfstarke Südtirolerinnen gelingen in der Luft fast den Zweikampf. Doch auch die Defensive vor Ausdruck der occitanischen Mannschaft steht ziemlich sicher. Foulspiel an der Nummer 10, Rainer Stefanie. Ja,
Kein Abnehmer, fließend lange Pass. Bisschen hektische Anfangsphase, verständlich nach einer 1-0. Nach einem 1-0 Rückstand in so kurzer Zeit. Erneut der lange Ball nach vorne. Auf Pöstl Katharina, die den Ball leider nicht unter Kontrolle bringen kann. Oxidane mit Angriff. Und jetzt, ach schade. Langer Ball auf den rechten Flügel, auf die Nummer 7. Zieht nach innen. Und souverän geklärt. Die sehr windige Nummer 7 wird immer angespielt. Erneut eine Abschlussmöglichkeit für die Mädels aus Okitanien. Mit der Nummer 10 Barban Solen. Immer noch im Ballbesitz und bringt die Flanke in die Mitte. Oh, doof raus. Souverän. Souverän von Rogen Andrea, die den Ball sicher hält. Und mit einem langen Abschlag versucht die Südtiroler Offensive in Szene zu setzen. Sehr viele Ballkontakte für die Nummer 10, Erla Caverena. Oh, kleiner Fehler und Riesenchance durch die Nummer 9, Rainer Stephanie. Missverständnis zwischen der Verteidigung und der Torhüterin. Hier gibt es noch einigen Klärungsbedarf zwischen den beiden. Abschlag von Suarez, Noemi, kurz gespielt. Sehr ballsicher Occitania sehen wir heute, die auch beim Zweikampf nicht zurückstecken. Einwurf Occitanien durch die Nummer 3, Exposito Paulina. Das Verschieben funktioniert wunderbar bei den Occitaniern. Dann der lange Ball in die Spitze. Und geklärt von der jungen Lattstädter Manuela. Und immer wieder versuchen die Occitanier, die Nummer 7, Lovo Rose, in Szene zu setzen. Oh, das ist ein leichtsinniger Ballverlust, doch Südtiroler Verteidiger ist zur Stelle. Erneut attackieren die Occitanier mit der Nummer 5 in der Torschützin, die Richtung 16er zieht, auf die Nummer 7, spielt immer wieder Lovoros, technisch sehr beschlagen. Abstoß entscheidet der Schiedsrichter. Die ersten schmerzverzerrten Gesichter der Südtiroler Damen. Die Abschläge allesamt ein bisschen zu kurz, sodass die Occitanier leichte Ballgewinne im Mittelfeld haben. Und erneut kommt die Nummer 15, Solnier Loris. Doch die Torfrau Rogen Andrea klärt souverän. Chancenlos beim ersten Tor. Und wieder ein kurzer Abschlag.
Sicheres Passspiel, Hochzeitanerinnen. Ein sehr sicheres Passspiel. Mit einer 1-0-Führung im Rücken versuchen sie jetzt die Südtiroler ein bisschen kommen zu lassen, um dann mit schnellen, mit langen Bällen nach vorne zum Ziel zu kommen. Die Südtiroler wollen sich nicht rauslocken lassen. Die Dürksteiner spielen den Ball hinten rum. Langer Ball nach vorne. Mit der Nummer 4. Die junge Nischla Nadine. Als Sechser vor der Abwehr versucht sie das Spiel zu gestalten. Ich hätte das andersrum gesehen. Die Nummer 5, der Occitania. Die Nummer 7, Blanke Katrin wegschubst. Schiedsrichter hat anders entschieden. Freistoß Occitanien. Öffnung der Passe auf der linken Seite. Wohl etwas zu lang. Einwurf Südtirol. Der Einwurf wiederholt werden. Einwurf wieder nach hinten. Sie spielen wirklich, versuchen immer noch durch die Daniele Südtiroler aus ihrer defensiven Haltung herauszulocken. Mit Querpässen in der Defensive. Nun der lange Ball auf die Nummer 7. Laurent Roos. Souverän geklärt von Kim Sonja im Zusammenspiel mit Drogen Andrea Latofrau. Langer Ball wieder nach vorne. Consolati Daniela versucht zu attackieren. Bringt die Tofra unter Bedrängnis. Weiter Abschlag. Sehr guter Seitenwechsel auf die Nummer 15. Ballername Solala. Was macht die Tofra? Wird gefault von der Nummer 15. Solnier Loris, die Torschützin. Gute Stimmung hier auf dem Fußballplatz. Die verschiedenen Fangruppen versuchen sich da merkbar zu machen. Die Innenverteidigung der Occitanierinnen scheint sehr solide zu stehen. Sie gewinnen fast jedes Kopfballduell. Lösungsbälle nach vorne funktionieren nur bedingt, auch weil sich die zwei Stürmerinnen der Südtiroler, Pföstl Katharina und Rainer Stefani, sehr wenig bewegen. Foulspiel an der Nummer 6. Ferraris Denis
schnell gespielt. Ah, leichtsinniger Ballverlust und das. Und das Foul und das sieht eine gelbe Karte, eine taktische. 10 gelbe Karte für Erlacher Varena, die sich selbst durch einen leichtsinnigen Ballverlust in Bedrängnis gebracht hat. Der erste Wechsel bei Occitanien zeichnet sich ab. Die Nummer 17, Agulo Manon, geht und es kommt die Nummer 8, Bruno Manon. Wahrscheinlich auch verletzungsbedingter Wechsel, denn so früh in einem Spiel wechseln muss wahrscheinlich eine Verletzung vorausgegangen. Es ist ein hoher Ball rein und geklärt. Abseits entschied sich die Entscheidung. Und es beginnt wieder bei der Dofra Rogen Andrea. Versucht es wieder mit einem weiten Abschlag. Die kommen aber da nicht bis zur Mittellinie. Und die Französinnen im Mittelfeld leicht überlegen. Wieder gewinnt es einen Zweikampf, der schnelle Pass in die Tiefe auf die Nummer 9. Es scheint, dass die Französinnen und Occitanerinnen sich besser an die Wetterverhältnisse angepasst haben. Sehr guter Seitenwechsel, rechte Seite. Oh, und das Foulspiel der Nummer 2, Consolati Daniela. Geahndet vom Schiedsrichter, schnell ausgeführt. Wieder lange Ball nach vorne, auf die Nummer 9, auf Rainer Stefani, Ballkontrolle, zieht nach außen, hat keinen Anspielpartner, versucht es alleine, muss rechts runtergehen, immer noch keine Anspielpartnerin, jetzt sieht sie die Nummer 7 und Einwurf für Südtirol. Flankenversuch. Ungeklärt von der Nummer 5. Noch hat eine Chance. Die Nummer 10. Und das Foulspiel der Nummer 7. Louvain Rose. An Consolati Daniela. Den Freistoß will Kim Sonja ausführen. Nein, es ist die Nummer 11, Fürstel Katharina. Sie versucht den Ball in den 16 Meter Raum zu schlagen. Da stehen sie zwei da. Schuss direkt aufs Tor, leider zu hoch. Abstoß für Occitanien. Die Enttäuschung steht der Fürstel Katharina ins Gesicht geschrieben. Schlecht ausgeführter Freistoß. Französinnen versuchen immer von hinten raus zu spielen, vermeiden lange Bälle im Spielaufbau. Starke Nummer 9. Mit einem Pass auf die Nummer 7, Lovoros. Ballkontrolle, sucht das 1:1, geht vorbei an der rechten Seite und bringt die Flanke in die Mitte. Verbogen Andrea, klärt souverän. Flanke vielleicht ein bisschen schlecht geschlagen. Diesmal kommt der Abstoß wirklich gut. Die junge Rainer Stefani versucht zu attackieren durch die Torfrau. Suarez kontrolliert den Ball. Wieder versuchen es die Occitanerinnen. Hintenrum. Sehr diszipliniert. Und da passt sie tief auf Louvain Rose, die durchzieht. Und
Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Kein Foulspiel, kein Foulspiel. Zweikampf. Gewertet. Es ist sehr wenig Bewegung im Südtiroler Spiel. Auch bedingt durch die horrenden Temperaturen. Wieder hinten rum bei den Franzosen. Und der Fehlpass, und der Fehlpass, die Nummer 2. Consolati Daniela mit einem kurzen. Immer wieder der Rückpass auf die Nummer 1 Suarez, die die Bälle dann geschickt verteilt. Französinnen leicht im Vorteil, auch athletisch. Wieder ein langer Ball auf die Nummer 15, die Torschützin. Doch die war im Abseits, was auch geahndet wurde. Schiedsrichter hat das zu besprechen. Erklärt der Nummer 15, dass Abseits Abseits ist. Hier die junge Lachetta Manuela am Ball. Nummer 3 ist der Südtiroler Damen, welche hier in Olang jahrelang Fußball gespielt hat. So, Trinkpause für die Damen. Die einzig richtige Entscheidung bei solchen Temperaturen. Mindestens einmal pro Halbzeit eine Trinkpause einzulegen. Wie gesagt, es hat ungefähr 34 Grad hier in Olang. Fazit bis jetzt. Französinnen ein bisschen stärker, ein bisschen agiler. Mit einer frühen Führung. Auch verdiente Führung. Die Südtiroler haben bis jetzt noch kein Mittel gefunden, sich gefährlich im gegnerischen Strafraum zu präsentieren. Sie hatten zwar eine Torchance, doch da stand leider Rainer Stefani im Abseits. Abkühlung tut Not, wie man sieht, also wirklich heiß. 1 Uhr nachmittags, wahrscheinlich nicht die beste Zeit, ein Fußballfinale auszutragen. Viel Gesprächsbedarf bei den Südtirolern, die sich wahrscheinlich Gedanken machen, wie sie zum Abschluss kommen können gegen eine wirklich defensiv stark agierende okzitanische Mannschaft, die vorne mit der Nummer 7 Lovoros und der Nummer 15 Solny Loris 2 erstklassige Stürmerinnen haben, die ihnen das Leben schwer machen. Bisschen zu wenig, das, was die Südtiroler Mannschaft heute hier versucht zu zeigen. Hinten stehen sie ziemlich gut, aber Mittelfeld und Sturm sind doch ziemlich isoliert. Mittelfeld, einige verlorene Zweikämpfe. Dann Nummer 10, Erlich Averena, die um ihre Leistung noch zu steigern und einige Akzente auch nach vorne zu setzen. So. Einwurf Okzitanien. Und wieder geht's hinten rum.
Südtiroler stehen leicht tief, attackieren spät, lassen die Franzosen ein bisschen kommen, welche dann aus der Verteidigung die Außenstürmerin anzuspielen versuchen. Langer Einwurf auf die Nummer 15. Solnier Loris. Und erneut der Einwurf für Okzitanien. Und da geht sie durch in den 16er Innenstrafraum. Riskantes Tackling der Südtiroler Damen. Und nun für die Kanarina, die versucht, den Kopfball, das Kopfballduell zu gewinnen. Konterchance, oh, auch ein taktisches Foul, das auch eine gelbe Karte nach sich ziehen muss. Und der Schiedsrichter zeigt sie sofort. Insgesamt sind die Südtiroler Stimmen einfach zu isoliert da vorne, sind praktisch auf sich alleine gestellt gegen vier Französinnen. Lasseta Manuela jetzt beim Freistoß. Kopfballverlängerung. Und Fürstl Katharina hat leider keine Chance, sich den Ball zu holen. Wieder spielen die Occitaner das sehr clever. Hintenrum in die starke Innenverteidigerin à la Romanon mit der Nummer 12. Und die Nummer 5. Rita Morgan stehen hinten ausgezeichnet. Jetzt zwei, drei schnelle Pässe und sie sind schon in der gegnerischen Hälfte. Einwurf Südtirol. Einwurf Lattstädter. Einwurf Okzitanien. Wieder sind die Innenverteidigerinnen, die den Spielaufbau gestalten. Jetzt wieder langer Ball auf Lovoros. Leider in Seiten aus. Es werden hauptsächlich die Außenstürmerinnen bei den Okzitanerinnen angespielt, welche wendig, quirlig und technisch sehr beschlagen sind. Einwurf Südtirol. Rausgeholt von Rainer Stefani. Kim Sonja jetzt beim Einwurf. Wieder geklärt in Seiten aus. Erneut Einwurf für die Südtiroler Auswahl. Erneut durch Kim Sonja. Vorne haben sie einen schwierigen Stand, die Südtiroler Damen. Jetzt ein Schuss von Lattstädter und der Pfosten. Es war nicht Lattstädter, es war nicht Aladin. Eine Riesenchance zum Ausgleich für die Südtiroler Damen. Durch einen Fernschuss von Nisha Aladin an die Latte. Abseits. Einwurf. Entschuldigung. Occitanien. Das war jetzt wirklich eine Riesenchance für die Südtiroler, die den Ausgleich auf den Fuß hatten. Die Latte war leider im Weg. Wieder langer Ball nach vorne der Occitanerinnen, wieder auf die Nummer 15. Wieder so eine Loris, die Torschützin, die sich auf der Seite wieder durchsetzen kann. Lattstädter mit einer kurzen Einlage, Nummer 10 jetzt am Ball. Immer noch nicht geklärt, jetzt endlich geklärt von der Südtiroler Damen. Fürstl passiert zu attackieren. Kurzpassspieler Französinnen unterbunden.
von der immer stärker werdenden Erlacher Verena. Erneut ist sie am Ball. Keiner bietet sich an, Seiten aus. Erneut Einwurf für die Südtiroler Damen. Erneut ist es Kim Sonja, die den Einwurf ausführen wird. Fürst du mit einem Pass auf Rainer, leider ein bisschen zu lang, ein bisschen zu fest. Lattstädter hat einen wirklich schweren Stand gegen die stark aufspielende Sonja Loris auf der linken französischen Seite. Letzter Manuela auf der rechten. Rechte Verteidigerin bei den Südtiroler Damen. Unterbruch des Schiedsrichters. Sie muss, die Nummer 9 muss den Platz verlassen wegen wahrscheinlich Bluten oder einer Verletzung oder etwas Ähnliches. Die Stürmerin Dernis Sarah muss kurz den Platz verlassen. Das Spiel geht weiter in der Zwischenzeit. Sie hat eine kleine blutende Wunde am Knie, deswegen die Behandlung. Lattstädter mit dem souveränen Kopfball. Und jetzt versuchen die Okzitanerinnen das Spiel von hinten aufzubauen. Zurück zur Torfrau. Schwieriger, riskanter Pass auf die Nummer 4. Sehr gut von Kim Sonja hier den Zweikampf zu suchen gegen die starke Novo Rose. Ein Ufuk Zidanien. Nicht ganz richtig ausgeführt, meiner Meinung nach. Foulspiel. Das ist aber ein wichtiges Zeichen, dass hier die Außenstürmerin des FC Südtirol, der Südtiroler Damen setzt. Einfach mal früher zu attackieren, früher die Gegner in Bedrängnis zu setzen, um dann einen Ballgewinn zu erzwingen und vielleicht mal zum Abschluss zu kommen. Wie gesagt, die Ausgleichschance war da zum 1:1. Doch die Latte findet er das Glück. Und erneut spielt die Französin hintenrum. Sehr solide, auch die zwei defensiven Mittelfeldspielerinnen der Französinnen. Und wieder ist es Lovo Rose, die auf der rechten Seite durchzieht, aber den Ball ins Seitenaus gehen lassen muss. Ein ist Kim Sonja. Föstl duckt sich weg. Sehr stark. Die Nummer 10, Bourbon Soleil. Und die Stürmerin. Doch Hogan Andrea hält. Fängt diesen Ball sicher. Spieleröffnung, gefährliches Spiel meiner Meinung nach. Schiedsrichter ist laufen. Wieder die Nummer 10. Unterpass in die Tiefe, geklärt. Spieleröffnung auf die Nummer 2, Consolati Daniela. Bisschen Platz jetzt. Und ganz links. Leider vertändelt sie sich da. Verläuft sich da zwischen zwei Okzitanierinnen. Ein Pass auf der rechten Seite, wäre wohl die bessere Alternative gewesen. Rainer probiert das ein bisschen früher zu attackieren. Jetzt endlich eine Balleroberung durch die Nummer 4, durch die Stanadin, mit dem Pass auf Rainer Verena und Abschluss. Riesenchance für die Südtiroler Damen durch Rainer Stefanie. Leider traf sie den Ball nicht mehr ganz so, wie sie ihn wollte, sodass die Torfrau der Französinnen ein leichtes Spiel hatte. Kim Sonja mit dem weiten Abschlag in Bedrängnis. Starten für Leute, Akku aus 3 Minuten auf 0.
Immer dasselbe Spiel der Französin. Die Südtiroler schafft es nicht, die gut agierende Defensive zu attackieren. Immer nur kleine Ansätze. Und dann kommt der schnelle Pass in die Spitze. Doppelpassspiel. Und wieder ist Slova Rossi eingesetzt werden sollte durch Kimson. Er läuft geschickt den Ball ab, spielt auf Consolati Daniela. Und der lange Pass auf Rainer, die keine Chance hat. Super erkämpft von Erlacher Verena. Erneut Einwurf für Okzitanien. Foulspiel. Der Nutterdin. Die Französin immer noch leicht stärker als die Südtiroler Damen. Handspiel. Nicht geahndet vom Schiedsrichter. Und nun ein Foulspiel an Rainer Stefanie beim Kopfballduell. Weißt du, schnell ausgeführt auf Erlacher, die ein bisschen Platz für einmal hat. Consolati Daniela jetzt am Ball, links außen. Probiert Erlacher in Szene zu setzen. Und sie deutet es an, die Erlacher. Und Verena, dass die Südtiroler Damen ein bisschen mehr nachgucken müssen, wenn sie eine Chance haben wollen, hier im Ballbesitz zu kommen. Einwurf auf Titanien durch Brüssel Garcia. Und immer wieder Lovan Rose, die sich die Bälle erarbeitet. Kein Foulspiel, es geht weiter. Rainer Renner mit dem gewonnenen Kopfballduell. Alles in allem sehr viel Zufallsprodukte nach vorne. Das Südtiroler Damen. Einer von Zitanien. Falscher Einwurf, geahndet vom Schiedsrichter. Einwurf Südtirol. Die Nummer 7, Blankel Katrin mit dem Einwurf. Und wieder versuchen sie, die Nummer 7, Lovan Rose, in Szene zu setzen. 1 gegen 1 gegen die Kim. Bisschen spritziger, ein bisschen Antritt schneller. Jetzt die Nummer 10. Und geklärt von der Nummer 6, Ferraris Denise. Sehr gut stehen die Okzitanerinnen defensiv und vorne immer wirklich durch die zwei Flügelspielerinnen bringen sie hier wirklich die Südtiroler Damen extrem in Schwierigkeiten, die selten einen Spielzug vollenden können. Jetzt für einmal ein Fehler, Pföstl mit Ball, Pföstl am Ball und sie versucht den Abschluss und erneut die Latte, Abstoß Okzitanen. Super Versuch von Pföstl Katharina, die hier einmal aus der Ferne versucht abzuziehen und leider nur die Latte trifft. Zweite Lattenknaller der Südtiroler Damen. 1-0 das Ergebnis für Okzitanien. Bis jetzt. Zeichnerweise eine Einzelaktion von Pföstl Katharina.
die sich selbst den Ball erobert hat und dann zum Abschluss kam. Abschlussführer mal jetzt für Alain Romanon, nicht der Torfrau. Erlacher mit dem Kopfball, Föstl verlängert, Consolati am Ball. Consolati sieht, dass Föstl auf der Seite kommt. Föstl bekommt den Ball, bringt die Flanke in die Mitte. Doch Kuvares im Tor hält sicher. In Seiten aus, die französische Torfrau scheint verletzt zu sein. Schon vorhin, als sie Alain Romanon den Abstoß treten ließ, konnte man ahnen, dass da etwas nicht ganz stimmt. Es scheint was am rechten Fuß, am Knöchel zu sein. Die Südtiroler Spieler nutzen die Pause, um sich abzukühlen, auch die französischen. Wirklich unglaublich heiß hier. Und eine willkommene Unterbrechung für die Mädels. Die Dofra wird immer noch behandelt, Rechtsknöchel. Sieht nicht ganz so gut aus für die junge Dame aus Frankreich. Hier die Fans, die wirklich Stimmung machen. So, sie steht wieder auf. Sehen wir mal, rechts der Knöchel scheint es zu sein. Sie geht nicht ganz rund auf alle Fälle. Einwurf Südtirol. Der Ball wird wohl zurückgespielt werden. Fair Play. Fall zu Föstl. Föstl spielt ihn zurück in das Seitenaus. Und wieder die Stärke. Solnier, Loris am Ball noch geklärt. Wieder jetzt Balleroberung Occitanien. Langer Ball in die Spitze. Auf Solnier in Seiten aus. Latschetter hat auf der rechten Seite einige Probleme, diese quirlige Solnier in Kontrolle zu halten. Erneut Einwurf für die Südtiroler Damen. Latschetter übernimmt. Lange Bälle scheinen das Mittel der okzitanischen Dame zu sein. Und wieder geht auf der linken Seite die Nummer 15. Solnier Loris zieht in den 16 Meter, zieht in den 16er, spielt in die Mitte. Nein, sie macht es selbst und erzielt das 2:0 für Okzitanien. Es ist wieder die Nummer 15, Solnier Loris. Wieder über die linke Seite mit einem unwiderstehlichen Antritt. Technisch sehr beschlagen, lässt sich den Ball nicht nehmen und versenkt den Ball im kurzen Eck. Torfrau Rung-Andrea ohne Chance. Anstoß für die Damen, die jetzt doch leicht geknickt zu sein scheinen. Auf Ferraris. Ferraris auf Latschetter. Und Rigi mit dem langen Ball in Seiten aus. Ja, die Französin taktisch sehr klug. Lassen den Ball immer hinten rumlaufen. Dann schnelle Bälle in die Spitze, wo die beiden Stürmerinnen wirklich extrem viel Wind machen. Wieder Sonier am Ball. Fair geklärt.
Scheint immer noch nicht ganz rund zu gehen, die französische Torfrau. Man sieht es mit dem rechten Fuß, hinkt sie ein bisschen. Sehen wir mal, Abstoß keiner, sie wirft aus. Erlacher mit dem Ballgewinn. Sehr gut, auf Ladstätter. Ladstätter wiederum auf Erlacher. Plankl. Die versucht Rainer in Szene zu setzen, doch die Französin jetzt wieder mit der Nummer 15, wieder Sané. Doch Ferraris Denise klärt. Einwurf Südtirol. Laschet Manuela Maimwurf. Föstl am Ball. Föstl behauptet den Ball und bekommt ein Foulspiel. Schnell ausgeführt von Föstl. Auf Consolati, doch die französische Innenverteidigerin klärt. Erlach am Ball. Technische Raffinesse. Und wieder Lovoros. Sehr quirlige Spielerin. Doch für einmal stoppt sie Kim. Spielt Föstl an. Föstl versucht's. Dribbling. Und der Abschluss mit links. Abgefälscht. Und geklärt von den Occitanerinnen. Und das war's. Erste Halbzeit ist vorbei. 2:0 für Occitanien. Zwei Lattentreffer für den Südtiroler Rahmen. Leider zu wenig bis jetzt. Wir freuen uns auf die zweite Halbzeit. Thank you.
Das haben wir jetzt schon festgestellt bei den Knacks und überall bei den Männerbereich. Warum? Amadea Maria Skoda and the second is Günther Rotz von Nidas. Please come in front of the speakers if you want a really nice present. Thanks for participating and for joining our crossroads. And you have stood the break some time to come to our place and to talk with us and to get some information. Ich habe
Scheiße, ey. Pack die Kamera ein. Willkommen zurück zum Finale der Europeada Damenmannschaften Südtirol gegen Okzitanien. 2:0 für Okzitanien, doppelte Durchschützin für die Französin mit der Nummer 15, Sonia Loris. Danke nochmal an Digital Alps, die jetzt diesen Livestream zur Verfügung stellen. So, die Südtiroler müssen jetzt offensiv einfach viel mehr zeigen, um noch irgendeine Chance haben zu wollen, dieses Finale zu drehen, vielleicht zum Ausgleich zu kommen oder sogar noch zu gewinnen.
Vorne, nach vorne muss viel mehr passieren. Die zweite Halbzeit, ich habe eine Kürze. Ich habe in der Halbzeit die französische Torfrau begutachtet. Sie musste getaped werden, linke Fuß. Und die zweite Halbzeit startet. Das gleiche Spiel wie in den ersten 45 Minuten. Die Französen hinten sicher verteilen die Bälle von rechts nach links, lassen die Südtiroler Lahmen laufen. Und die starke Sonier am Ball. Für einmal Ladstätter Zweikampfsiegerin, die jetzt einen Einwurf für die Südtiroler Lahmen herausholt. Ladstätter mit dem Einwurf auf Pföstl, Nischler. Nischler mit dem hohen Ball zu Reiner. Und die Französin erklären. Nochmal Nischler mit dem Kopfball, Pföstl am Ball. Und Foulspieler vom Pföstl an der französischen Linksverteidigerin. An Exposito Paulina. Schwierige Bedingungen für ein Fußballspiel heute. Die unglaubliche Hitze macht dem Mädchen noch ziemlich zu schaffen. Gefühlte 40 Grad auf dem Platz. Wieder kommt der lange Ball auf Sonier. Gute Ballkontrolle. Ladstätter wieder übertölpelt. Sonier läuft. Zieht an der linken Seite runter. Vorbei. Zieht in den 16er rein. Bringt die Flanke in die Mitte. Doch Rigi klärt zum Eckball. Sonier, die Spielerin, die den Südtiroler Damen am meisten Probleme bereitet, dass sie mit ihrem schnellen Antritt immer wieder auf der linken Seite durchkommt. Eckball für die Occitanierinnen. Eckball getreten durch Bruno Monon. Geklärt. Erlacher zu spät am Ball. Er kämpft sich jetzt den Ball und bekommt den Freistoß. Freistoß durch Ladstätter ausgeführt. Auf Nischler, wieder Ladstätter. Auf Plankl. Plankl hat ein bisschen Platz für einmal. Probiert den langen Ball. Auf Reiner, die sucht Pföstl. Immer noch Reiner. Consolati Daniela am Ball, probiert den Schuss. Und oh, die französische Torfrau in Schwierigkeiten. Ball hüpft kurz vor ihr noch auf. Eckball für die Südtiroler Damen. 3 Minuten gespielt. Eckball getreten durch Ferraris. Er kommt und oh, knapp vorbei. Consolati geht links runter und bringt die Flanke mit dem linken Fuß. Und schon wieder eine Riesenchance durch Ferraris Denise, die aus 5 Metern über das Tor schießt. Die französische Torfrau schien schon geschlagen. Kubares, die Torfrau, immer noch leicht angeschlagen, wurde wie gesagt in der Halbzeit am rechten Fuß getaped. Hinkt immer noch, nicht mal fähig, Abstöße selbst zu treten. Große Probleme für die französische Torfrau. Anfang der zweiten Halbzeit. Die Nummer 5, Ritter, tritt den Ball nach vorne. Und wieder Sessonier, die angespielt wird. Einwurf Occitanien. Das Spiel um den dritten Platz wurde von den Angriff. Die Nummer 9 vielleicht im Angriff der Occitanerinnen, die schwächste
Dernissara. Schwierige Bälle, die sie zu verarbeiten hat. Exposito am Einwurf. Wieder Exposito. Versucht das Dribbling. Blank in den Fuß drinnen. Einwurf. Südtirol. Föstl verlängert den Ball. Jetzt für einmal Consolati mit einem Versuch zum Kopfball zu gehen. Französische Damen klären. Wieder hoher Ball nach vorne in die andere Richtung. Die französische Tofra bleibt stehen. Doch die Consolati am Ball. Consolati versucht den Ball unter Kontrolle zu bringen. Hinter ihr ist Erlacher. Erlacher bekommt den Ball. Noch wieder haben die französischen Verteidiger ein Bein dazwischen. Südtiroler ein bisschen stärker aus der Halbzeitpause gekommen. Foul an Erlacher. Ferraris am Ball. Wird den Ball zur Mitte treten. Wechsel bei Südtirol. Es geht Föstl. Und mit der Nummer 13 kommt Bilak Hanna. Ferrari ist beim Freistoß. Schütze, da gibt das Spiel frei. Ferraris. Spiel zurück auf Kim. Kim mit der Flanke. Und ein Torschuss gehalten von der Nummer 1, Kubares. Schmerzverzerrtes Gesicht bei Kubares. Beim Ausschuss Ladstätter attackiert von der Nummer 9. Wieder der lange Ball nach vorne, doch mit hohen Bällen wird bei diesen Französinnen nicht viel zu holen sein, da sie sehr kopfballstark sind. Wieder. Langer Ball nach vorne. Mit der Nummer 8, Kim, versucht den Ball zu erobern gegen die starke Nummer 7. Louvain, Ross. Balleroberung Südtirol unter, hoher Ball nach vorne. Zu durchschaubar, zu durchsichtig. Leichtes Spiel für die französische Innenverteidigung. Und wieder ist es Louvain, die den Ball hat. Auf die Nummer 9. Und gut geklärt von Kim. Hier vor einmal die neue Spielerin. Bilek Hanna. Und geklärt. Einwurf Südtirol. Und wieder ist es Sunier, die den Ball bekommt, die Ladstätter stehen lässt. In der Mitte läuft die Stürmerin, wieder Soyor. Und Ladstätter ergattert sich den Ball, nein, immer noch Soyor. Solnier legt auf die Nummer. Und Lattenknaller durch die Nummer 7, durch Lovoros. Einmal Glück für den Südtiroler Damen. Zu leichtsinnig gespielt. Foul von Kim. Der Schiedsrichter hat was dem Trainer zu sagen. Foul an der Nummer 5, Rita Morgan. An der Nummer 6, Asensio Laura. Sehr gute Offensivaktion von den Occitanierinnen mit dem Lattenknaller. Die ersten 7 Minuten sprachen ein bisschen für die Südtiroler Damen. Kamen gut aus der Pause. Freistoß für Occitanien.
durch, jetzt brauchst du da. Jetzt brauchst du da. Tritt den Ball. Und gut geklärt. Und nun Consolati auf der linken Seite. Spielt den langen Ball auf Bilekana. Hanna verarbeitet den Ball, kontrolliert ihn sehr gut. Consolati am linken Flügel. Wird gestört. Erlacher kommt an den Ball. Rückpass auf Kim. Kim sucht den Mitspieler. Findet ihn leider nicht. Und wieder erobert sich jemand den Ball. Plankl mit dem öffnenden Pass. Wieder geklärt von dem occitanischen Verteidiger. Latschstätter am Ball. Einwurf schnell ausgeführt. Erneuter Einwurf. Und ein Kopfball geklärt. Die Südtiroler immer noch im Angriff. Und jetzt ist es Plankl, die fast zum Torabschluss kommt. Wieder von den französischen Spielerinnen seitenlas geklärt. Plankl fällt noch ab. Einwurf Occitanien. Südtiroler Damen stehen ein bisschen höher. Und wieder ist es Solnier, die auf der linken Seite durchgeht. Spielt wieder nicht ab, geht alleine durch. Geht. Pass in die Mitte. Und super geklärt von der Torfrau. Rogan Andrea. Gutes Dribbling auf der linken Seite. Wiederum von Solnier, die ablegt auf Lovau, die dann an der hervorragenden, parierenden Torhüterin Rogan Andrea scheitert. 12 Minuten gespielt. Einwurf auf Titanien. Foulspiel von Kim. An der Nummer 7, Lovau Rose, die sich eine Auszeit nimmt, anscheinend Schmerzen hat. Der Schiedsrichter beglückwünscht zu seiner Entscheidung, Freistoß gepfiffen zu haben. Freistoß getreten durch die Nummer 5, Ritter. Ritter tritt den Ball und wieder ist es Rogan, die souverän hält. Kein Fehler bei der Südtiroler Torfrau, die bei den wenigen Aktionen, wo sie was zu halten hatte, immer souverän agierte. Wieder Ballerobung durch Erlacher. Foulspiel von der Nummer 8 an Erlacher, wieder am Trikot gezupft. Briegel lässt den Ball für Kim. Kim wird den falschen Anstoß ausführen. Bielek ist jetzt linke Seite rausgerückt und Sturmspitze spielt jetzt Rainer Stefani, der Nummer 9. Brigi am Ball, wieder klären die Französinnen und wieder kommt der lange Ball mit dem Versuch, die Nummer 15 anzuspielen. Die doppelte Torschützin, Spielerin liegt am Boden. Bielekana alleine vor dem Tor und knapp vorbei. Wie gesagt, die französische Torfrau scheint angeschlagen zu sein, kann sich nicht mehr so bewegen, wie sie möchte wahrscheinlich. Abstoß Frankreich. Französische Spielerin wird behandelt, liegt am Boden. Scheint eine an den Kopf bekommen zu haben, einen Schlag an den Kopf. Schmerzverzerrtes Gesicht. Scheinen ganz gute Dinge zu sein, die Französinnen lachen ein bisschen, haben Spaß. Ja.
Südtiroler jetzt mit insgesamt 3 Riesenchancen, 2 Lattenknallern und der eben gesehene Chance von Bilek Hanna, die allein vor dem Tor natürlich unter Bedrängnis leider den Kasten nicht getroffen hat. Es kann weitergehen. Abstoß, Occitanien. Das Spiel geht weiter. Kopfverlagerung funktioniert. Vorteil, dass der Schütze da. Kiew versucht den Ball noch zu erwischen vor der Arsine. Versucht das 1 gegen 1. Und Eckball. Eckball für die Südtiroler Damen. Spieler kann er würden treten. Eckball kommt. Scharf reingespielt. Auf den zweiten Pfosten. Kopfballverlängerung. Erlach am Ball. Abschluss von Erlacher. Reinhard bekommt den Ball und Pillack wieder scheitert sie. Knapp vorbei. Und die französische Torfrau bleibt verletzt liegen. Für ein schon vorher angeschlagen, dass sie sich in der ersten Halbzeit schon verletzt hat. Und es scheint wieder der rechte Knöchel zu sein. Sieht nicht so gut aus. Riesenchance für Bila Kanadi, alleine vor dem Tor. Wieder den Kasten leider nicht trifft. Wieder der gleiche Knöchel. Abstoß Occitanien. Im Gegensatz zur ersten Halbzeit schießen die Occitaner die Abstöße jetzt weit. Es fällt rein, nicht wie in der ersten Halbzeit, als sie versuchten, das Spiel immer von hinten zu eröffnen. Jetzt wiederum die starke Rechtsverteidigerin Pilar Kanna, die versucht, den Ball oder ein Pressing zu starten. Pilar Kanna ist sehr gut in die zweite Halbzeit reingekommen, macht eine sehr starke Partie bisher. 2 Riesenchancen in den 10 Minuten, die sie jetzt spielt. Wiege am Ball. Schade, versuchte das Spiel zu eröffnen. Rigi auf Kim, Ball leider ungenau. Der nächste Wechsel steht an. Es geht die Nummer 9, Rainer, und es kommt die Nummer 15, Per Anna Katharina. Stürmerin gegen Stürmerin und hofft nach vorne einige neue Akzente setzen zu können. Es geht weiter. Kim mit dem Ball gewinnt.
nicht Merlacher mit dem hohen Ball auf Bilak. Die neu reingekommene Bär mit dem ersten Kopfball und Kim klärt zu Barin in der Verteidigung. Consolati am Ball, verstolpert sich ein bisschen. Und wieder die starke Bilak Hanna. Bringt den Ball in die Mitte, Eckball. Abgefälscht von der Nummer 7, Lovaros, die jetzt auch hinten aushelfen muss. Da die Südtiroler doch ein bisschen stärker geworden sind in der zweiten Halbzeit. Wie gesagt, zwei Riesenchancen von Bilak Hanna, die leider nicht das Tor getroffen hat. Freistoß getreten von der Nummer 15, Per. Kommt rein und die Torfrau Suarez sicher. Direkt ins Seitenhaus, ausgeschossen, Latzstetter beim Einwurf, Jahrgang 2000, nein 99, 17 Jahre alt, sehr talentiertes Mädchen, die in Brixen spielt und für einmal Flanke, Consolati kontrolliert den Ball, schließt ab und wieder hält die französische Torfrau, zu zentral abgeschlossen von Consolati. Kein Problem für Suarez. Wieder ein weiter Abschlag Suarez, Kopfball von Kim. Gute Ballkontrolle anfangs von Erlacher und sie bekommt das Foul. Gelbe Karte. Gelbe Karte für die französische Nummer 6, Asensio Laura. Und die rote Karte hinten her. Spielausschluss für die Nummer 6, Asensio Laura. Rote Karte für Asensio. Hoffnungsschimmer für die Südtiroler, wenn die jetzt gute 20 Minuten, 22 Minuten in Überzahl spielen können. Wahrscheinlich mehr Räume haben werden. Latzstetter mit der Flanke. Wieder die starke Biele Kanadi, seit sie auf dem Platz ist, wirklich sehr quirlig agiert. Latzstetter mit dem Abschlussversuch. Und nochmal bekommt Latzstetter den Ball, zieht auf der rechten Seite runter, bringt die Flanke leider ins Tor aus, Abstoß. Keine Eile für die französische Torfrau, die sich jetzt alle Zeit der Welt nehmen wird, um diesen Abstoß zu schlagen. Scheinbar schafft sie es wieder, nein. Es muss doch die Nummer 5 Ritter wieder den Abschluss treten. Auch sie, keine Eile. Verständlich bei einer 2-0-Führung in Unterzahl. Erlacher mit dem Versuch, den Ball runterzuholen. Einwurf. Occitanien. Wieder eine von Zitanien, auch die Nummer 7, Laurent Rose, hat die zweite Halbzeit stark nachgelassen. Einzig nur die Nummer 15, Sonia Loris, die hin und wieder vor dem Tor aufblitzt. Wieder ein von Zitanien. Sturmzentrum vorne, der Französin ist nicht mehr besetzt. Kim. Wie das ist. Solnier, die vorbeizieht, in die Mitte reinzieht. Den Pass auf
Oder schon wieder so, die Nummer 10 vor dem Tor. Pass in die Mitte. Oh, Unglück für die Torfrau Rogen Andrea. Mit Hilfe der Latte klärt sie diesen Ball. Eckball für Occitanien. Und wiederum ging Sonier durch alle durch. Pass auf Lovant und der Abschluss von Bonbons Soleil. Eckball wird getreten. Geklärt von der Nummer 6. Blank, Lampal. Und wieder ein Foulspiel an der jungen Pär Anna Katharina. Lapschak wechselt auf die Seite, vor allem auf die linke Seite zu Ferraris. Einwurf Südtiroler Damen. Consolati am Ball. Erlacher bewegt sich, läuft sich frei. Und es ist wieder Pilar Kanner, die den Ball hat. Consolati auf der linken Seite, probiert sich durchzutanken. Und kein, doch ein Foulpfiff vom Schiedsrichter. Freistoß für die Südtiroler Damen. Interessante Position. ...26 Minuten gespielt in dieser zweiten Halbzeit. Freistoß durch Bär. Bringt den Ball schön rein. Kopfball. Oh, Riesenchance für Ladstätter. Leider über das Tor. Guter Kopfball, gute Aktion aus Südtiroler Damen. Trinkpause wiederum für beide Mannschaften. Wirklich heiße Temperaturen, unglaublich. Fazit bisher, die Südtiroler kamen wirklich gut aus der Halbzeit. Zwei Riesenchancen für Biele Kanner. Zweimal alleine vor dem Tor. Und zweimal leider den Kasten nicht getroffen. Und eine Riesenchance für die Französinnen. Ein Lattenknaller. Insgesamt doch ein bisschen mehr Hoffnung für die Südtiroler Damen, dass sie doch in der zweiten Halbzeit offensiv sehr gut agiert haben. Immer wieder zum Abschluss kamen und immer noch 22 Minuten Zeit haben, das Ergebnis zu drehen. Das Spiel wird wieder angepfiffen. Abstoß Occitanien.
Nummer 7, Louvain. Bisschen uneins, die Französinnen. Schöner Pass nach außen. Die Südtiroler attackieren viel früher wieder Pila Kanna. Mit einem guten Pressing. Auf der rechten Seite gespielt zu Blanke Katrin, die leider den Ball verliert. Wieder bekommt. Und auch ein bisschen müde scheint. Die starke Sonier wieder am Ball und sie probiert es wieder und spielt den Pass. Kein Abseits. Doch Abseits. Später Entscheidung des Linienrichters. Knappe Entscheidung. Und die Südtiroler wieder im Ballbesitz. Treiben den Ball schnell nach vorne. Ferraris am Ball. Im Zusammenspiel mit Bielek. Der Pass kommt nicht an. Und die Occitanerinnen klären. Einwurf. Südtirol. Erlacher. Die wiederum einmal den Ball verliert. Nicht unbedingt die beste Partie. Der Nummer 10, Erlacher Varena. Sehr viele Ballverluste. Wenige Akzente nach vorne. Bielek Hanna ungeklärt. Klärungsversuche, weite Abschläge der Französinnen. Und eine Französin bleibt am Boden liegen. Nachdem sie vorher im 16 geklärt hat. Sieht nicht ganz gut aus für die Nummer 8. Bruno Manon. Maispray. Und geht schon wieder weiter. Schiedsrichterball, mit dem Schiedsrichterball geht es weiter. Sonje spielt fair zurück auf Dorfrau Rogen. Welches sofort Rigi anspielt. Rigi treibt den Ball ein bisschen nach vorne. Ferraris auf Consolati. Erlacher. Pilak. Schön gespielt. Und alleine vor dem Tor. Und Pila konter Tor. Und die Nummer 4. Und das 2:1 durch Nishla Nadine. Die Jüngste auf dem Feld trifft nach mit einem Abstauber zum Anschlusstreffer. 2:1. Die 16-jährige Nishla Nadine trainiert beim FC Nürnberg in der Jugend. Und wie gesagt, die Occitanier nur noch zu 10. Wieder eine super Parade von Kuvares, die aber nur noch zur Mitte abtropfen lassen kann. Und Nishla versenkt den Ball in die Maschen. Ladstätter. Ladstätter zu Kim. Der lange Ball nach vorne. Hartes Ansteigen von der Nummer 5. Anper Anna. Ladstätter beim Freistoß. Von der Mitte. Ball viel zu kurz nach vorne geschlagen. Ferraris versucht, den Ball noch vor der Auslinie zu ergattern. Versuchen es jetzt mit ein bisschen schnelleren Kombinationen. Doppelpassspiel. Auch vorhin beim Treffer eine wunderschöne Aktion. Wunderschönes Kurzpassspiel.
Vor allem der lange Ball. Gute Ballannahme. Wie ist es Bilak? Wie ist es Bilak? Und sie passiert den Abschluss. Und es scheint Eckball zu geben. Guter Kampf von Blankl. Katrin, die den Ball nicht verloren gibt und weiter attackiert. Wieder die starke Bilak beim Eckball. Erneut Eckball muss es geben, geklärt von der französischen Spielerin. Gut herangetreten, der Eckball. Fokus auf die okzitanische Torfrau. Der Eckball kommt. Und wieder geklärt. Ladstätter mit dem Ball. Gehalten von Kumares. Der Nachschuss. Und das 2:2. Durch Blankl Katrin. In der 34. Spielminute der zweiten Halbzeit. 2:2 für die Auswahl Südtirol. Die Okzitania zu 10. Starke kämpferische Leistung der Südtiroler Damen, die jetzt leicht im Vorteil zu sein scheinen, aufgrund der Temperaturen und der Unterzahl der Okzitania, die jetzt wieder etwas machen müssen, um selbst zum Spiel zu kommen. Foulspiel von der Nummer 4, Nischla, Torschützin zum 2:1 an der sehr starken Solnier. Gelb für Nischla. Freistoß für Okzitanien. Lang reingetreten. Achtung, die Nummer 15 Sonier mit dem nächsten Lattentreffer. Schon der zweite für die Französin in diesem Spiel. Immer noch Okzitanien im Ballbesitz. Und immer diese starke Sonier Loris. Abschlussversuch der Französin geklärt und das schnelle Umspielspiel. Die Französinnen scheinen sich ein bisschen gefangen zu haben. Und die starke Bielakanner erobert sich wieder den Ball. Langer Ball nach vorne geklärt von den Okzitanerinnen. Einwurf Südtirol, da geht noch was. Spannendes Spiel. 2:0 Rückstand, 2:2 unentschieden. Gute 10 Minuten noch zu spielen. Und wieder ist zu näher am Ball. Ladstätter versucht, ihr den Ball abzunehmen und macht das Foulspiel. Ladstätter an Sonier. Gelb für Ladstätter. Und eine gefährliche Freistoßsituation. Gefährlich für die Südtiroler Damen. Bourbon Solène scheint den Freistoß treten zu wollen. Auch Ritter nähert sich dem Ball. Sie Linksfüßlerin. Nummer 10 Bourbons Rechtsfüßlerin, die ihn wahrscheinlich auch treten wird und versuchen wird, ihn reinzuzirkeln. Freistoß und super gehalten von Rogan Andrea, die zum Eckball klärt. Eckball Okzitanien. Okzitanien.
Novoros vom Eckball. Bringt ihn schön rein. Und spielt ihn direkt in das Tor aus. Abstoß Südtirol. Schlechter Abstoß von Rogen. Kiel mit dem langen Ball auf Bielak. Bielak alleine vor dem Tor. Alleine vor dem Tor und oh, wieder stark gehalten von Kubares. Die dritte Riesenchance für Bielak Hanna. Dreimal alleine vor dem Tor. Leider dreimal kläglich gescheitert. Wieder Kiel mit dem langen Ball nach vorne. Erlacher, auch sie probiert es nur noch mit langen Bällen. Frankl, wieder Erlacher, sieht. Kima auf Consolati. Consolati die zweite Halbzeit sich etwas weiter fallen ließ. Und wieder Bielak. Bringt die Flanke. Und der Kopfball und das 3:2. Durch Berana Katharina, Vorlage von Bielak Hanna, wunderschöner Spielzeug der Damen. Consolati auf Bielak, die wiederum mit der Flanke rein auf Bär. Und Bär mit einem Kopfball ins kurze Kreuzeck zum 3:2 Führungstreffer für die Südtirol Damen. Was für ein Spiel, 2:0 Rückstand, 2:2 und jetzt der 3:2 Führungstreffer. Und Oxetern ist immer noch in der Unterzahl. Niedergeschlagene Französin jetzt. Und es geht weiter. Direkter Angriff. Mit der Nummer 10, Bourbons. Alleine gegen 3. Immer noch Bourbons. Setzt sich auf der rechten Seite durch. Immer noch Bourbons. Steht da ganz alleine und bleibt hängen an der Nummer 6, Ferraris. Eckball für Occitanien. Fünf Minuten plus Nachspielzeit. 3:2 für die Südtiroler Damen gegen Occitanien. Eckball voll Vent. Schön reingetreten. Und super geklärt von Kim. Und der Abschluss über das Tor. Knapp über das Tor, für einmal wieder Gefahr vor dem Südtiroler Tor. Eine Südtiroler Spielerin bleibt verletzt liegen in dem zweiten Kopfball, vorangegangenen Kopfballduell. Es ist Kim Sonja. Kim Sonja, die behandelt werden muss. Wird behandelt, auch sie am rechten Knöchel, doch es scheint weiter zu gehen für die junge 96 geborene Kim Sonja. Abstoß Rogen. Rogen mit einem viel zu kurzen Abstoß. Erlacher mit dem Ball auf Bielak. Leider ein Beiner von Occitanerin dazwischen. Lovon am Ball. Erlacher mit dem super erkämpften Ball. Erlacher, die sich jetzt wirklich erholt hat in der zweiten Halbzeit. Hoher Ball nach vorne und Dofrau Suarez hält. Abstoß. Langer Abschlag. Auf Sonier. Ladstätter in Seiten aus. Wird schwierig für die Occitanerinnen zuzählen. Gegen Elsittirolerinnen jetzt nochmal.
alles zu geben und alles zu probieren. Wieder Nummer 10. Auf Exposito, Exposito auf Lovon. Lovon bleibt hängen. Südtiroler stehen ziemlich tief. Bilak probiert, Lovon den Ball abzunehmen. Immer noch Lovon im Ballbesitz. Spielt auf die Nummer 2, Didier. Diese wieder auf die starke Solnier, die den Ball im Feld behält. In die Mitte zieht und das Foul bekommt. Foulspiel. Ladstätter an Solnier. Und Freistoß aus einer gefährlichen Position für Occitanien. Freistoß ausgeführt von Bourbon Solène mit dem rechten Fuß. Vier Mannmauer und direkt aufs Tor und Roger lenkt ihn an die Latte. Sonnier am Ball. Eckball. Für die Franzosinnen. Eckball wird schnell ausgeführt, getreten von der Nummer 8, Bruno. Hoch eintreten und es ist Rogen, die den Ball sicher runterpflückt. Wird sich jetzt ein bisschen Zeit nehmen, um den Abschlag auszuführen. Eine Minute Spielzeit plus Nachspielzeit. Plankl versucht zum Kopfball zu kommen, unterläuft den Ball. Geklärt. Und Bär versucht den Ball ins Spiel zu halten. Schafft es eigentlich, die Torschützin zum 3:2 Führungstreffer. Bär Anna Katharina. Erlacher versucht den Ball mitzunehmen. Doch Bourbons nimmt ihn hier. Rogen kommt aus dem Tor und hat ihn sicher. Abschlag von Rogen, ein guter Abschlag, weit, hoch und weit, bringt Sicherheit. Und wieder ist es Bila Kanna, die den Ball, einen verloren gelaufenen Ball, wieder erkämpft. Technisch sehr versiert das Mädchen. Und hält den Ball an der Eckfahne. Einwurf. Südtiroler Damen. Wir sind fast schon in der Nachspielzeit. Erlacher am Ball. Consolati. Einwurf Südtirol. Immer noch die Mädchen am Ball. Zurück zu Kim. Kim auf Consolati. Consolati zieht über die Linie runter. Abstoß. Abschlag ins Aus. Die Zeit verrinnt. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Vom Schiedsrichter leider noch nicht angezeigt, wie viel wir nachspielen. Oder wie viel nachgespielt wird. Wieder Erlacher am Ball und Erlacher schickt. Bila Kanna, zu lang, zu steil. Französische Torfrau sicher. Diese wiederum mit einem weiten Abschlag in Richtung Bourbons, die den Ball nicht erreichen kann. Einwurf Südtiroler Damen. Bilak auf Bär. Consolati schlägt den Ball vorbei. Wieder Bourbons, wieder Kim, die klärt. Souverän und wieder ist Consolati, den Ball nach vorne schlägt. Auf Bär. Bär mit der super Ballkontrolle. Sieht Lankl. Probiert es alleine und der Freistoß. Darf das Foul an Bär, Anna Katharina. Freistoß für Südtirol aus aussichtsreicher Position. 17 Meter Torentfernung.
Ja, ist halt lieber, hat jetzt die Kriege. Ja, schön. Ja, ich bin jetzt auch mal vertraut. Freistoßchance für die Südtiroler Damen. Direkt aufs Tor. Leider zu hoch. Angetragen. Von der Anna Katharina. Der letzte Wechsel für Südtirols Damen. Es geht die Nummer 6. Ferraris Denise. Und es kommt. Mit der Nummer 14, Winkler Veronika. Defensivspezialistin. Reiht sich klar ins defensive Zentrum ein. Als zusätzliche Innenverteidigerin. Kopfball Ladstätter. Die Französinnen probieren mit aller Macht nochmal nach vorne zu kommen. Blankl. Und der Ball immer aus. Südtirol. Ballbesitz, Einwurf Südtirol Damen. Mit Ladstätter. Ladstätter mit dem Versuch Bär anzuspielen. Eine Minute noch zu spielen, ungefähr. Blanke klärt den Seiten aus. Und das Spiel ist fertig. Nach einem 2:0 Rückstand schaffen es die Südtiroler Damen, das Spiel zu drehen und gewinnen das Spiel mit 2 Toren von Bila Kanna und dem Treffer von Berana Katharina. 3:2 Sieg für Südtirols Damen. Danke und tschüss.